Moin Freunde und herzlich willkommen zum ersten Pre-Playoff-Spiel der Iserlohn Roosters gegen die Fishtown Penguins Bremerhaven. Beide Mannschaften qualifiziert für die Pre-Playoffs und für die Fishtown Penguins Bremerhaven ist es insgesamt die dritte Teilnahme bei diesen Playoffs. Und wir freuen uns drauf auf die Teilnahme der Fishtown Penguins Bremerhaven. Sehr, sehr interessant, wie sich die Mannschaft hier wirklich entwickelt hat. Und ich rede Blödsinn, natürlich die zweite Teilnahme, erste Teilnahme im letzten Jahr, als man Zehnter wurde. Dieses Jahr wurde man Neunter, man konnte sich also ein wenig verbessern. Der Liga-Neuling mit richtig viel Engagement in dieser Saison. Und man darf die Fishtown Penguins Bremerhaven nicht verkennen, denn mit Chris Newbury kann man auf einen richtig guten Backup zurückgreifen. Man kommt auf insgesamt Chris Newbury, genau. Bloody, was redest du für Blödsinn? Ich bin in der Statistik durcheinander gerutscht, natürlich mit Thomas Pöpperle hat man einen richtig guten Torhüter. 90,7% die Safequote, Gegentorschnitt von 2,89. Man reiht sich damit auf Platz 10 ein, der besten Torhüter. Und auf der anderen Seite haben wir den Torhüter der Iserlohn Roosters, Sebastian Dahm. 8. Platz nach dem Ranking mit einer Safequote von 92,1%. Das ist atemberaubend. Nichtsdestotrotz, beide Teams werden natürlich versuchen, Vollgas zu geben. Beide Teams werden natürlich versuchen, sich bestmöglich in diesem ersten Spiel zu verkaufen. Iserlohn mit dem Heimrecht aufgrund der Tatsache, dass man in der Liga besser platziert war. Iserlohn auf Rang 8 mit 76 Punkten und nur einen Zähler dahinter, die Fishtown Penguins Bremerhaven. Ich glaube, wir haben hier die Pre-Playoff-Partie auf Augenhöhe. Sowohl Bremerhaven als auch Iserlohn würde man es sicherlich gönnen, ins Viertelfinale einzuziehen. Wer dort auf einen wartet, entweder der IHC Red Bull München oder aber die Eisbären Berlin. Das kommt ganz drauf an, wie die Pre-Playoff-Partien zwischen Wolfsburg und Schwenningen laufen. Und da ist Hutton auf Bergmann. Die machen richtig viel Druck zum Beginn dieses Spiels. Und Sebastian Dahm, wie schon angekündigt, mit einem riesen Safe. Kam 2017 von den Graz 99ers nach Iserlohn. Wechselte in die deutsche Eishockey-Liga, spielte schon für Mannschaften wie die Niagara Ice Dogs, die Syracuse Crunch oder aber auch schon die Sudbury Wolves. Vielseitiger Mann, der Sebastian Dahm. Interessante Personalie und der wird Iserlohn natürlich unter die Arme greifen, so gut es geht, diese Pre-Playoff-Partie zu überstehen. Heute Spiel 1. Sowohl für Wolfsburg gegen Schwenningen als auch für Iserlohn Roosters gegen die Fishtown Penguins Bremerhaven. Freitag dann die zweite Partie und auch hier nochmal die Erklärung. Ich werde keine eigenen Playoffs spielen, sondern ich werde das hier vielmehr wie ein Orakel darbieten. Das heißt, wenn hier zweimal bei uns jetzt Iserlohn gewinnen sollte, dann bräuchten wir theoretisch kein drittes Spiel mehr, aber sollte in der Wirklichkeit Iserlohn Bremerhaven nach zwei Spielen 1:1 stehen, wird selbstverständlich dieses dritte Spiel gespielt. Es ist vielmehr ein Orakel als eine eigene Playoff-Serie. Da ist Bass mit der Riesenchance, aber wieder einmal mehr Sebastian Dahm. Und da ist Data. Die nächste Chance für die Gäste aus Bremerhaven. Marian Deda, 83 in Friedberg geboren, kam 2009 vom EV Duisburg. Man spielte also noch in der DEL 2 für die Fishtown Penguins Bremerhaven. Man hat sich wirklich gut etabliert, die Bremerhavener Fishtown Penguins. Hervorragende Mannschaft, haben sich wirklich gut geschlagen und mir gefallen sie wirklich gut in dieser deutschen Eishockey-Liga nach Wolfsburg. Einer der Clubs, die sich wirklich etablieren konnten. 7 Sekunden noch im ersten Durchgang. Schwartz nochmal, aber wieder einmal mehr Sebastian Dahm. Sodass wir hier nach 20 Minuten torlos sind.
Nichtsdestotrotz, es ist nicht langweilig, im Gegenteil. 12:1 Schüsse für Bremerhaven und man sieht, wie druckvoll sie in diesem ersten Durchgang in Richtung Sebastian Dahms vorgegangen sind. Immer wieder interessant zu sehen. Iserlohn etwas verhalten in diesem ersten Durchgang, gerade zu Hause. Erwartet man natürlich von seiner Mannschaft beste Leistungen. Costello jetzt aber vielleicht mit etwas mehr Selbstvertrauen in diesem zweiten Durchgang. Aber Tomasz Pöperle mit einem grandiosen Fangernsave. Auch er noch nicht allzu lange bei Bremerhaven, kam in diesem Jahr von Sparta Prag. Seit 2017 also spielt er für Bremerhaven. 2 NHL-Einsätze kann er verbuchen, nämlich für die Columbus Blue Jackets im Jahre 2006, 2007. Kam da auf einen Gegentorschnitt von 1,33 Gegentreffer pro Spiel. Das ist für 2 Spiele in Ordnung. Danach reichte es lediglich für die Syracuse Crunch. Aber auch dort kam er immerhin auf stolze 49 Einsätze. Und nochmal auf 12 insgesamt 61 Partien in der American Hockey League gemacht. Den Sprung hat er nie wirklich geschafft. Danach ging es dann für ihn nach Sparta Prag in die tschechische Extraliga. Und Bremerhaven drückt und macht und tut. Aber immer wieder Sebastian Dahm, der Sieger über die Scheibe. 0:0. Auch nach fast der Hälfte des gespielten zweiten Drittels. Komps! Die Chance für Iserlohn. Jack Komps, der US-Amerikaner, kam von den Fishtown Penguins Bremerhaven. Sehr, sehr interessant. Spielt jetzt für die Iserlohn Roosters. Und muss quasi in den Pre-Playoffs gegen seinen Ex-Club bestehen. Sicherlich nicht immer die einfachste Möglichkeit. Aber ich denke, er wird professionell genug sein, um am Ende zu wissen, auf wessen Seite er steht. Jetzt offener Schlagabtausch. Sowohl Iserlohn als auch Bremerhaven mit den entsprechenden Chancen. Nur die Tore, die fehlen bislang. Und da werden wir hoffentlich heute noch ein paar davon sehen. Nächste Möglichkeit. Aber gerade die Torhüterpositionen extrem wichtig bei so einer Pre-Playoff-Serie. 16 Paraden für den Iserlohner Schlussmann. Jede Menge zu tun gegen die Bremerhavener. Und da ist Niering und wieder ist es Sebastian Dahm. Da ist Florek. Justin Florek! Guter Schuss! Nur ganz knapp am Tor vorbei. Zurückgespielt an die blaue Linie zu Schmidt. Da ist Brown. Da wird da ein bisschen angegangen. Trotzdem bleibt die Scheibe erstmal im Besitz der Iserlohn Roosters. Wieder einmal mehr Schmidt auf Florek. Kevin Schmidt. Da ist der Treffer. 1:0. Iserlohn führt. Und das ist Eishockey. Den Druck machen die Bremerhavener. Das Tor wiederum. Durch die Iserlohn Roosters, durch Justin Florek. Der US-Boy trifft zum 1:0. Kam 2017 von den Milwaukee Admirals. Mannschaft der American Hockey League. 75 Spiele, 30 Punkte gemacht. 4-mal durfte er schon in der National Hockey League spielen, um genau zu sein, für die Boston Bruins. Das war im Jahre 2013. 2014 kam aus insgesamt 2 Punkte, 1 Tor, 1 Assist. Und jetzt spielt er für die Iserlohn Roosters und macht da die Führung im Heimspiel gegen die Fishtown Penguins. Das ist manchmal wirklich eine unfaire Sache. Die eine Mannschaft baut den Druck auf und die andere Mannschaft wandelt eiskalt. Aber das ist Eishockey, das macht diese Sportart wirklich so dermaßen interessant. Friedrich, nochmal der Schuss zum Ende des Mittelabschnitts, aber es bleibt beim 1:0 für die Iserlohn Roosters. 20 Minuten noch zu spielen, 5:18 die Schussstatistik. Iserlohn führt und wir dürfen gespannt sein, können sie diese Führung über die Zeit bringen? Letztes Jahr Iserlohn nicht in den Playoffs, 13.
Auf der anderen Seite Bremerhaven 10. Auch das Jahr davor wieder völlig anders. Im Jahr 2015, 2016 die Iserlohn Roosters am Ende der regulären Saison mit 91 Punkten auf dem 3. Platz. Das war eine Wahnsinnssaison für die Iserlohn Roosters. Aber dann scheiterte man bereits im Viertelfinale mit 2:4 gegen die Thomas Sabo Ice Tigers. Ja, Iserlohn möchte sich auch hier wieder für die erste Runde qualifizieren, für die Viertelfinals und dann möglicherweise in diesem Jahr weiter vordringen. Für Iserlohn wäre es das beste Ergebnis seit Bestehen des Clubs bzw. seit Bestehen der Deutschen Eishockey-Liga. Viertelfinale 2015, 2016. 3 Jahre lang, seit der Saison 2013 bis 2016, konnte man sich fürs Viertelfinale qualifizieren. Danach gab es nichts. Als 13. die DEL-Playoffs nicht erreicht. Und man kam noch nie über das Viertelfinale hinaus. Und diesen Schritt möchte man in diesem Jahr brechen. Aber erstmal Bremerhaven jetzt mit dem Powerplay. Immer wieder sehr, sehr gefährliche Spiele. Sehr, sehr gefährliche Vorstöße seitens der Bremerhavener Fischton Pinguins. Aber Sasa Martinovic gerade sehr gut verteidigt. Und die Zeit, die rinnt Bremerhaven ein wenig durch die Finger. Da ist Hutton. Und wieder sehr gut von Sasa Martinovic. Als Krefelder Jung kennt man ihn. 2006 bis 2008 hat er für Krefeld gespielt. Kam in diesem Jahr von den Thomas Sabo Ice Tigers. Und Iserlohn wieder komplett. Jaspers. Wenn Iserlohn auf 2:0 erhöhen könnte, das wäre doch eine wesentlich bequemere Führung. Das Down. Suchen aktuell wieder die Lücke. Schmidt wieder auf Down. Sehr gut, wie die Scheibe da hin und her gespielt wird. Bremerhaven kommt nicht dran. Da ist wieder der Torschütze Justin Florek. Scheibe aber erstmal raus. Keine 10 Minuten mehr. Sowohl Sebastian Dahm als auch Thomas Pöppele können sich heute über Arbeit auf jeden Fall nicht beschweren. Gerade Sebastian Dahm, eine Menge zu tun und trotzdem steht die Null bislang bei diesem Ergebnis. Bremerhaven kommt wieder, diesmal über George. Nächste Chance, Kirk! Aber Sebastian Dahm. Corey Kirk, der Kanadier. Mit der nächsten Möglichkeit. Und da ist Jason Jaspers für Iserlohn. Auch er scheitert wieder. Es ist jetzt wirklich ein offener Schlagabtausch. Und ich bin gespannt, wann Bremerhaven sich öffnen wird. Jaspers, da ist der Treffer. 2:0 Iserlohn Roosters. Der Kapitän macht es selbst. Jason Jaspers. Seit 2015 bei den Iserlohn Roosters. In der DEL für die Adler Mannheim, für die Kölner Haie und für die Thomas Sabo Ice Tigers schon auf dem Eis gestanden. In der National Hockey League kam er erstmals 2001, 2002 zum Einsatz für die Phoenix Coyotes damals noch. Insgesamt 9 Partien in der National Hockey League gemacht, ein Assist gemacht. Ein Scorerpoint für ihn in der besten Liga der Welt. Das wird ihm heute relativ egal sein. Er hat Iserlohn mit 2:0 in Führung gebracht. Und das könnte die mögliche Vorentscheidung sein in der Partie. Das könnte damit der Auftaktsieg in diese Pre-Playoff-Serie sein. Nächster Schuss. Der geht allerdings etwas weit daneben. Ja, für Bremerhaven wird es am Freitag interessant. Dann das Heimspiel zu Hause gegen Iserlohn. In der heimischen Arena. Der Eisarena Bremerhaven, aber da kommt er nochmal dran. Nicht unterschätzen. Eine Minute knapp vor Ende des letzten Abschnitts. Chad Nearing. Mit dem 1:2 Aussicht der Fishtown Penguins. Wahnsinn. Chad Nearing, ebenfalls kanadischer Spieler in Springside, Saskatchewan.
geboren. Und er lässt Bremerhaven nochmal aufatmen. Lässt Bremerhaven nochmal Adrenalin ausschütten. Nächster Schuss und geblockt von Iserlohn. Jetzt natürlich Spannung pur. Iserlohn zittert nochmal. Nach der eigentlich komfortablen 2:0-Führung ist doch so ein Treffer kurz vor Schluss nochmal extrem nervenaufreibend. Larsson. Puckbesitz und nach vorne. Das muss jetzt aus Sicht der Iserlohn Roosters sein. Da ist Down. Händelt die Scheibe sehr, sehr gut. Larsson. Man möchte Bremerhaven nicht mehr in die Scheibe kommen lassen. Guter Schuss. Und Kevin Leverley. Mit der letzten Möglichkeit für die Bremerhavener. Kevin Leverley auf Höfel. Data. Und es ist aber nichts mehr zu machen. Iserlohn gewinnt diese erste Partie mit 2:1. Und geht damit in der Serienführung. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, würde mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Freitag wieder dann zu der zweiten Partie der jeweiligen Pre-Playoff-Serie. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.